Also wir sind hier, okay? Und wir hatten letztens schon mal gehabt, den hier von hier oder hier und dann waren wir hier drin und dann haben wir den überworfen, okay? Das haben wir ja letztes Mal schon mal gemacht. Jetzt bin ich hier und mache das hier. Und zwar dive ich drunter. Das bedeutet, ich gucke hier runter und gucke da runter zur Kamera. Das bedeutet, ich bin hier und hier dahin. Lade ihn auf, küsse wieder mein eigenes Knie und werfe ihn hier oben drüber. Und komme hier rein und bin genau hier an der Side Control. Punkte gesichert, perfekt, kann weiterarbeiten. Auf der Straße mache ich das Ganze wieder nicht so. Auf der Straße für die Self-Defense würde ich das Ganze wieder, ich dive drunter, bumm, also natürlich nicht so, sondern ich springe schon an, dive drunter und würde ihn aber so mit dem Kopf voraus. Der Sandro macht deine Hand, der Typ draußen nicht. Ja? Und während ich das hier mache, werfe ich nach vorne. Warum? Wenn ich jetzt im Sport-Jiu-Jitsu das mache, kann ich disqualifiziert werden. Deswegen, mit dem Kopf. Ja? Deswegen wechsle ich das aus und der fliegt so nach vorne. Ihr braucht keine Angst zu haben, ja, da holt er vielleicht mal Kalea oder so, das geht auch schnell. Das ist Sekundenmove. Ja? In hier, natürlich, das Beste wäre, den hier zu lösen vorher. Ja? Okay? Wir können natürlich jetzt spielen, dass er schon gelöst hat. Wenn er nicht löst, wie kann ich das lösen? Ich drehe einfach und dann habe ich ergreift. Ich drehe einmal und dann habe ich frei. Und währenddessen dive ich hin. Also ich bin hier, drehe, dive in, wupp, 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 wupp. Und bin hier. Und jetzt komme ich hinterher und bin am. Okay? Das geht mit Kleidungsstück und das geht ohne Kleidungsstück. Okay? Ja, ohne Kleidungsstück bin ich halt hier. Das ist kein Kleidungsstück. Ne? Genau das gleiche. Dive in, greif und bin am Mann. Rutsch vor und bin an hinter der Side Control. Ja? Los geht's, viel Spaß.